Ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Heute wollen wir den deutschen Leitindex mal etwas in den Fokus rücken. Unter anderem über ihn spreche ich jetzt mit Christian Wolleritsch von der Flatex Bank. Schönen guten Tag, Herr Wolleritsch. Ja, der DAX, der hat in den vergangenen Tagen ja ein Jahreshoch nach dem nächsten markiert. Gestern war die 13.000-Punkte-Marke zum Greifen nah. Wie schätzen Sie denn die charttechnische Situation des DAX im Moment ein? Hallo erstmal. Ja, also wenn wir uns den DAX anschauen, charttechnisch kommt auf jeden Fall eine Sache ganz deutlich hervor. Wenn man sich zusätzlich den Dow Jones performancetechnisch parallel drüber legt, dann sieht man, dass der DAX hier aktuell in den letzten Wochen, in den letzten 3-4 Wochen gegenüber dem Dow Jones zulegen konnte, besser sich entwickelt hat als entsprechende US-Indiz. Fakt ist, wir stehen kurz vor den 13.000 Punkten. Nun, das ist eine Marke, die schon letztes Jahr erreicht wurde. Aber so runde Marken, sagt man immer, sind psychologische Marken. Und deshalb ist die Faszination für einzelne Börsianerinnen und Börsianer da ganz groß. Also wir stehen da kurz davor, vor den 13.000 Punkten. Interessant an dieser Stelle, von diesen 13.000 Punkten sind wir ca. 204 Punkte nur entfernt auf das Jahreshoch von 2018. Also wenn wir ganz nüchtern uns das Ganze anschauen, dann muss man sagen, wir sind quasi mehr oder weniger auf Ausgangspunkt zurückgekehrt im Verhältnis zu dem, da die letzten Handelsmonate durchaus sehr turbulent waren, also Q4 letzten Jahres sehr turbulent und dann nochmal doppelt turbulent auch das Q1, wo wir quasi Verluste wieder aufgeholt haben. Interessant wäre hier, wenn man sich den DAX auf kleineren Zeitebenen anschaut, auf Stundenbasis, dann sollte man ungefähr diese Region 12.800, 12.820 im Blickfeld behalten. Ich persönlich nutze den Ichimoku Kinko hier. Da wäre für mich so diese Wolke, die auch als Unterstützung fungiert und hilft. Wird auf jeden Fall eine sehr spannende Handelswoche bleiben, denn wir neigen uns zum Monatsultimo hin und ja, wie letzte Woche auch schon gesagt, der sogenannte Halloween-Effekt könnte eintreten, auch wenn es da einzelne Diskussionen oder auch Beiträge gab. Vielen Dank an dieser Stelle auch. Natürlich ist dieser Effekt bekannter und möglicherweise ist dieses Thema dadurch etwas abgeschwächter, aber bleiben wir einfach mal bei den Fakten. Wir haben günstiges Geld, wir haben in Anführungszeichen steigende Kurse momentan vereinzelt und nun, das freut die Börsianer und zum Jahresende hin die obligatorische Jahresendrallye, auch wenn sie letztes Jahr vielleicht ausgefallen ist, darauf freut sich der eine oder andere. Möglicherweise stecken wir da schon in der ersten Ausbaustufe. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Gestern ist die Flatex Börsenroadshow in Düsseldorf gestartet. Meine Kollegin Cornelia Eitlaut, die führte ja auch durch den Abend hier. Worauf dürfen sich die Gäste in dieser Woche noch freuen? Es geht ja noch weiter. Ihr seid noch in Berlin, in Hamburg und Hannover, glaube ich. Genau. Die Woche ist noch relativ jung. Vielleicht sieht man es mir ein bisschen an, die Ringe unter den Augen. Das basiert darauf, dass ich letzte Nacht direkt aus Düsseldorf zurückgefahren bin. Es war ein sehr spannender Abend und auch ein sehr guter Start. Wir hatten nicht nur Trading-Ansätze oder Trading-Ideen dank unserer Referenten André Stacke und auch Wieland Staudt, sondern es gab auch Investment-Ansätze und für all diejenigen, die sich hier einen Platz gesichert haben für die Orte Berlin, Hamburg und Hannover, ja, die sollten sich diesen Termin möglicherweise nochmal dick und fett im Kalender eintragen. Es ist ein sehr spannender Börsenabend. Wie gesagt, wir sprechen nicht nur über kurzfristige Sachen, sondern auch über Themen, die man fürs nächste oder über das nächste Jahr auch verwenden kann, da auch hier Investmentansätze, wie gesagt, hier aufgegriffen werden. Und fürs leibliche Wohl ist selbstverständlich auch gesorgt, sprich Essen und Trinken. Und neben der Flatex Roadshow, welche anderen wichtigen Termine stehen in dieser Woche noch an? Ja, wir haben zwei Termine, die kann man sich auch stark in den Kalender markieren. Und zwar Mittwochabend Thema FED-Zinsentscheid. Da glaube ich durchaus, dass wir erhöhte Volatilität an den Märkten in diesem Moment auch haben werden. Und dann Freitag haben wir US-Arbeitsmarktdaten, der erste Freitag des neuen Monats. Dieser Termin ist für viele Börsianerinnen und Börsianer, die kurzfristig agieren, wichtig
Und für all diejenigen, die in Frankreich oder in Italien beheimatet sind, am Freitag haben dort die Börsen geschlossen, da hier feiertagsbedingt kein Handel stattfindet. Ja, Quartalszahlen haben wir auch. Apple, Facebook, Haier Smart Home, Lyft, Starbucks, Delivery Hero, Nemetschek, Zalando und Alibaba Group Holding und noch viele weitere Unternehmen werden diese Woche hier Quartalszahlen liefern. Auch das für all diejenigen, die in Einzeltiteln investiert sind. Ja, ein wunderschöner Zeitraum. Warum? Entsprechend hier, wenn Zahlen veröffentlicht werden, gibt es Impulse nach oben wie nach unten hin. Wir hatten es letzte Woche beispielsweise in der Daimler ja schon gesehen. Herr Wolowitsch, das war's schon wieder für diese Woche. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Hoffentlich sind Sie dann auch mit dabei. Ich verabschiede mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.